So Leute, mal zum Video-Schnittprogramm. Hier oben seht ihr den Titel, wie das Schnittprogramm heißt. Ich habe zwar immer noch nicht gefunden, wo man hier einen Text einfügen kann, leider. Deshalb wird es in dem Video keinen Text geben. Ich hätte gerne bestimmt 6-7 Texte eingegeben. Aber zieht euch mal hier die Auflösung von den Videos ein, die man exportieren kann. Wo ist meins jetzt eigentlich hin? Weil ich habe 4K 15 FPS. Wo ist denn jetzt hin? Hier ist es. Mal schauen, ob sie jetzt gleich Geld verlangen oder ob das kostenlos funktioniert. So, hier steht's. Qualität. Ja, natürlich hoch. MP4. Jo. Denke ich mal. Ich weiß nicht, was das Originalformat ist. Alle Formate. Keine Ahnung, nehme ich einfach mal was Voreingestelltes und Stunde der Wahrheit, kostenlos oder wollen Sie Geld? Jetzt lädt es erstmal. Sieht gut aus. Also, das Video geht in 4K, 50 FPS, knapp eine halbe Stunde. Also, eigentlich ist nur hier die Szene mit Outrider Full HD. Ansonsten müsste alles komplett in 4K sein. Also, dass der Laptop jetzt bestimmt eine Stunde oder so jetzt rechnen muss, setze ich jetzt mal voraus. Also, der wird das jetzt nicht in 5 Minuten schaffen. Zumindest nicht mit einem i5 ohne Grafikkarte. Was ja auch nicht schlimm ist. Von mir aus kann er auch 3 Stunden sein, solange das Video dann so ist, wie ich es gemacht habe. Und dann fällt mir auf, scheiße, nach 3 Stunden. Rechnen hier, hast irgendeinen Fehler gemacht. Neustart, yay. Na, kann auch passieren. Wäre zwar nicht schön, aber dann tschüss bis zum nächsten Video. Scheint, das hätte geklappt.